Im April 1965 stirbt in einer mehr als bescheidenen kleinen Pension in Nizza Carolina Corazan, die in ihren besten Jahren unter dem Künstlernamen Die schöne Otero berühmt gewesen ist. Obwohl sie ihren Lebensabend in vollkommenem Elend verbracht hat, ist sie 96 Jahre alt geworden. Die Nachricht von ihrem Tod ruft eine Welle von Erinnerungen und Nostalgien hervor, vor allem unter den wenigen Überlebenden der sogenannten Belle Époque. Anlässlich ihres Debüts im Winterzirkus in Paris im Jahre 1889 hat der Figaro geschrieben: Carolina ist groß, brünett, schlangenhaft, hat die goldene Haut eines Sonnenstrahls, flammende Augen, einen entzückenden Mund von der Farbe eines Granatapfels und tanzt mit den Bewegungen eines Pantherweibchens. Geboren ist sie in Cadiz um das Jahr 1868 als Tochter einer schönen Zigeunerin und eines griechischen Vaters. Carolina wird sehr rasch gezwungen, sich mit den Männern auseinanderzusetzen und mit ihnen auszukommen. Sie verlässt die Familie und sucht das Abenteuer. Sie tanzt wie eine echte Zigeunerin in den Tavernen der Halbwelt von Lissabon, Barcelona und Porto und wird Catarina Castagnet genannt. Sie ist eine geschickte Verwalterin der Reichtümer, über die sie mehr und mehr zu verfügen beginnt. Auf Kosten ihrer Verehrer übersiedelt die Tänzerin von den einfachen Pensionen in die Luxusappartements der großen Hotels, von dort weiter in Villen und schließlich in Paläste, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Dabei trifft sie Übereinkommen mit den Lieferanten und lässt sich von diesen überhöhte Rechnungen ausstellen, die dann von den galanten Bewunderern bezahlt werden. In Berlin lädt der Baron Hochstreder die schöne Otero, wie sie sich jetzt nennt, zum Essen ein. Ein berüchtigter Geizhals. Sie lehnt die Einladung ab und gibt als Grund an, dass sie keine passenden Ohrringe zu ihrem grünen Kleid habe. Eine Stunde später schickt der Milliardär ein paar riesiger Smaragde. Unter den berühmten Männern der Finanz, des Adels und natürlich auch der Politik spielt sich eine Art von Wettlauf ab, wem es am besten gelingt, sich für die schönen Augen der Otero zu ruinieren. Wer nicht genug Geld hat, um auf sie Anspruch erheben zu können, bringt sich um. In den Reihen der Verzweifelten finden sich junge Snobs, Industrielle, Großfürsten und sogar Prinz Michael von Russland, der sich ebenfalls ihretwegen eine Kugel durch den Kopf schießt. In der Zeit zwischen den vielen Tourneen hält sich die Otero in ihrer Villa an der Côte d'Azur auf, die mit geschmacklosen Nippsachen vollgeräumt ist. Als schließlich niemand mehr bereit ist, sich für sie zu ruinieren und sie inzwischen auch ein bisschen schwerer und runzliger geworden ist, verlässt sie das Theater und geht ins Casino, wo sie sich erfolgreich und regelmäßig bemüht, die Reichtümer wieder loszuwerden, die sie in ihrer besten Zeit angesammelt hat. La Belle Otero bleibt jedoch ein Symbol für den Glanz der Vergangenheit. Und die Dementis der immer wiederkehrenden Meldungen von ihrem Tod werden von den Zeitgenossen mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Es gibt aber immer weniger Leute, die sich an dieses heilige Monster der Belle Époque erinnern können. So erkennt kaum jemand die alte Frau, die jeden Morgen mit einem Einkaufskorb aus einem armseligen Haus in Nizza tritt, um ihre Einkäufe zu tätigen. So vergehen die Jahre und das Ende der schönen Otero erinnert schließlich an das Ende mancher Märchen.